Vielleicht fragst du dich auch, haben Dr. Markus Krall und andere mit ihren recht düsteren Prognosen recht? Oder sind es doch nur irgendwelche Crash-Propheten? Wie sind eigentlich wirklich die wirtschaftlichen Aussichten in Deutschland? Sind wir aus dem Gröbsten raus? Geht es wieder aufwärts? Schauen wir uns dazu in diesem Video Frau Sarah Wagenknecht an, was sie zur wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland zu sagen hat und wie sie das Ganze sieht. Übrigens, was viele nicht wissen, sie ist nicht nur eine prominente Politikerin, sondern auch Volkswirtin. Wenn dich interessiert, ob Frau Sarah Wagenknecht die gleichen Thesen, die gleichen Prognosen wie Dr. Markus Krall und auch andere stellt, oder aber ob sie die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland vielleicht doch ganz anders sieht, dann schau dir dieses kurze Video unbedingt bis zum Schluss an. Übrigens, das Originalvideo von Frau Wagenknecht verlinke ich hier unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das geht circa 15 Minuten und dort sagt sie noch was zu dem Thema E-Mobilität und Glaubwürdigkeit von verschiedenen Studien. Hallo und herzlich willkommen zu Geldkrisensicher Anlegen. Mein Name ist Carsten Koblitz und heute schauen wir uns gemeinsam Frau Sarah Wagenknecht an. Wie sieht sie die wirtschaftlichen Aussichten in Deutschland? Viel Spaß dabei. Ja, und heute möchte ich mich mit einem Thema beschäftigen, was, glaube ich, viele Menschen bewegt, weil es sie natürlich auch unmittelbar betrifft. Wie sind eigentlich wirklich die wirtschaftlichen Aussichten? Soweit man das beurteilen kann. Geht es wieder aufwärts? Ist das Schlimmste überstanden? Die Bundesregierung ist ja total optimistisch. Wirtschaftsminister Altmaier ist letzte Woche vor die Presse getreten und hat eigentlich eine zentrale Botschaft vermittelt. Wir sind aus dem Gröbsten raus und alles wird gut. Die Rezession im ersten Halbjahr ist weniger stark ausgefallen, als wir befürchten mussten. Und der Aufschwung nach dem Tiefpunkt und dem Höhepunkt der Einschränkungen geht schneller und dynamischer vonstatten, als wir es zu hoffen gewagt hatten. Wir können insgesamt feststellen, dass wir es mit einer V-förmigen Entwicklung jedenfalls bisher zu tun haben, nämlich einen leider starken Einbruch aufgrund der Wucht der Ereignisse, aber auch einen sehr schnellen, unerwartet schnellen Wiederaufstieg. Ja, ist es so? Haben wir ein V, das heißt, erholt sich die Wirtschaft wirklich und läuft alles eigentlich schon wieder gut, sodass wir nur abwarten müssen, dass die Zeit vergeht und die Arbeitsplätze sind sicher und die Nachfrage ist stabil? Also ich finde, die Bundesregierung betreibt hier ziemliche Augenwischerei. Weil schauen wir uns mal die realen Zahlen an. Die sind gar nicht so, dass man besonders optimistisch sein kann. Also klar, nachdem der Lockdown vorbei war, nachdem Restaurants wieder öffnen konnten, gab es natürlich einen Aufschwung der Wirtschaft, das ist ja logisch. Und wir hatten auch in diesem Sommer natürlich viele Menschen, die in Deutschland Urlaub gemacht haben. Das hat der Tourismuswirtschaft geholfen, das hat Hotels, Restaurants unterstützt. Das ist alles richtig. Aber das allein zieht eben nicht die Wirtschaft nach oben und wir haben sehr, sehr bedenkliche Entwicklungen. Sicher, die Arbeitslosenzahl ist lediglich in Anführungsstrichen um 500.000 gestiegen. 500.000 Menschen haben ihre Arbeit verloren im Vergleich zum letzten Jahr. Aber wir haben immer noch rund 5 Millionen Kurzarbeiter. Und die Bundesregierung hat wahrscheinlich schon gewusst, warum sie die Kurzarbeiterregelung, die ja für die Unternehmen sehr vorteilhaft ist, bis Ende des nächsten Jahres verlängert hat. Eben weil es sonst Entlassungen geben würde. Und das ist ja an sich auch richtig. Also Unternehmen, die Schwierigkeiten haben, dass die auf Kurzarbeit zurückgreifen, das hält Arbeitsplätze. Aber irgendwann läuft die Regelung aus. Und ganz nebenbei sollte man natürlich schon mal ein bisschen genauer hingucken, wer hier alles Kurzarbeit anmeldet. Weil da sind natürlich Unternehmen dabei, denen geht es gar nicht so schlecht. Die sanieren sich einfach nur damit. Oder eine andere Größenordnung. Es ist ja tatsächlich frappierend, wir haben im ersten Halbjahr 2020 in Deutschland weniger Unternehmenspleiten als im Jahr davor. Also hat Herr Altmaier recht, alles ist gut, kaum Unternehmen gehen in die Insolvenz. Ja, das ist natürlich nicht so, sondern auch hier gibt es eine ganz spezielle Regelung,
die eben zurzeit auch Firmeninhaber nicht verpflichtet, Insolvenz anzumelden, selbst wenn sie zahlungsunfähig oder überschuldet sind. Das war ja auch eine sinnvolle oder ist insoweit eine sinnvolle Regelung, als man eben sagen muss, wenn kurzzeitig ein richtiges Loch in der Nachfrage ist, wenn im Zusammenhang mit einer solchen Krise Unternehmen in Schwierigkeiten geraten, dann ist es ja durchaus möglich, dass sie das auch wieder überwinden. Und dann wäre es eben schlecht, wenn sie alle schon im Insolvenzverfahren wären. Das war ja der Hintergrund. Aber jetzt hat man diese Regelung bis Ende des Jahres verlängert und es ist ziemlich klar, sobald diese Regel ausläuft, wird es in Deutschland eine Pleitewelle geben, weil es gibt ganz viele Firmen, vor allem kleinere Firmen, die eben jetzt extreme Schwierigkeiten haben und denen vom Staat auch nicht groß geholfen wurde. Das heißt, auch da muss man sagen, die Pleitewelle, die ist nicht ausgeblieben, sie ist nur aufgeschoben. Dann gucke ich mir die Zahlen an, wie entwickelt sich zum Beispiel der Einzelhandel. Ich meine, Herr Altmaier hat ja zum Beispiel darauf verwiesen, dass diese tolle Stabilisierung der Konjunktur, die wir jetzt nach seiner Ansicht haben, ein Ergebnis ist der guten Politik der Bundesregierung. Wir haben viel erreicht. Im Vergleich zu vielen anderen europäischen Industrieländern ist es uns gelungen, die Substanz unserer Wirtschaft und unserer Arbeitsplätze zu erhalten. Und wir haben das erreicht dadurch, dass wir in beispielloser Art und Weise pragmatisch, zielgenau und ergebnisorientiert geholfen haben. Also alles richtig gemacht? Na, zum Beispiel war ja eine Maßnahme im Konjunkturpaket die Senkung der Mehrwertsteuer. 20 Milliarden hat man dafür verausgabt und hat also den Leuten erzählt, dass jetzt der Konsum brummen wird. Inzwischen haben wir die realen Zahlen, der Einzelhandel geht weiter runter. Und das ist ja auch nicht erstaunlich, weil es gibt eben in diesem Land nicht so viele Menschen, die zurzeit nichts anderes im Kopf haben, als sich neue Produkte, große Anschaffungen zu tätigen, weil sie einfach Angst haben um ihren Arbeitsplatz, weil sie Geld verloren haben, viel Einkommen verloren haben in der Kurzarbeit oder eben als Freiberufler. Ich meine, die Lufthansa ist ja eines der Beispiele dafür. 9 Milliarden Euro Steuergeld sind hier aktiviert worden. Und was passiert jetzt bei der Lufthansa? Da werden sämtliche Betriebsvereinbarungen, Sozialpläne über den Haufen geworfen und es werden in erster Linie langjährige Beschäftigte, die eigentlich unkündbar waren, Menschen, die 5, 6, 7 Jahre vor der Rente stehen, jetzt auf die Straße gesetzt, weil die noch relativ gute Gehälter haben. Das heißt, mit Staatsgeld im Rücken werden hier soziale Existenzen zerstört und natürlich bedeutet das Unsicherheit. Oder wir haben zum Beispiel auch geplante Massenentlassungen in vielen Automobilzulieferern. In Größenordnungen, die beängstigend sind. Continental plant 13.000 Stellen zu streichen. ZF Friedrichshafen sogar 15.000. Schaeffler hat jetzt angekündigt 4.000 Stellenstreichungen. Das heißt, wir haben in der Industrie, da wo sozusagen die Basis des Wohlstands in Deutschland liegt, haben wir garantiert, auch jetzt schon, weil das sind angekündigte Entlassungen, trotz Kurzarbeitergeld, damit zu rechnen, dass viele Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren. Ja, jetzt fragst du dich vielleicht, was nützen dir diese Informationen, diese ganzen Thesen, diese Prognosen von verschiedenen anderen auch? Es geht nicht darum, dass du dir von irgendjemand Angst machen lässt, weil keiner hat die Glaskugel, keiner kann die Wahrheit oder die Zukunft genau voraussagen, sondern es geht einfach darum, auf eventuelle Krisen, auf ja Unstimmigkeiten vorbereitet zu sein. Und dafür soll auch dieses Video mit dienen. Du solltest von Zeit zu Zeit deine Anlagen auf den Prüfstand stellen, ganz besonders, wenn du zu den 74% der Deutschen gehörst, die überwiegend in Lebensversicherungen, Bausparverträgen, Rentenversicherungen und Tagesgeldern ihre Gelder weiterhin liegen haben, weil diese sind natürlich besonders betroffen, wenn Krisensituationen eintreten, wenn die Inflationsrate steigt und so weiter. Deswegen stelle diese Anlagen ab und zu auf den Prüfstand, schaue, ob sie noch sinnvoll sind oder ob du zumindest einen Teil dieser Anlagen vielleicht in Sachwerte tauschen solltest. Das hat vielleicht bessere Auswirkungen für dich in Krisensituationen, wie zum Beispiel in Aktien, Immobilien oder auch in Edelmetalle. Wenn du Fragen hast dazu, nimm gerne mit mir Kontakt auf.
Schreib mir auch gerne deine Erfahrung in den Kommentar mit hinein. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis zum nächsten Video. Dein Carsten.